Inklusion ist das anspruchsvollste soziale Projekt des 21. Jahrhunderts. Das ist eine Vielfalt an Fachlichkeit. Das heißt, mit der aktuellen Fachlichkeit wird es nicht gut funktionieren. Inklusion endet nicht morgen, sondern das ist ein Prozess und ist ein Menschenrecht. Rechtlich sind ja manche Weichen schon gestellt in Richtung inklusive Kinder- und Jugendhilfe. Und das betrifft dann natürlich auch die Schutzkonzepte und die Zuständigkeit tatsächlich für junge Menschen mit Behinderung in der Zukunft. Wir müssen diese Entwicklung vollziehen. Und da ist aber die Praxis noch nicht. Und das heißt, wir müssen sprechen miteinander. Aus den einführenden Vorträgen ist nochmal sehr deutlich geworden, was für ein ambitioniertes Projekt die inklusive Jugendhilfe ist und dass noch sehr viele Fragen offen sind. Und wir brauchen große Anstrengungen, das Personal zu qualifizieren, die Organisationen weiterzuentwickeln und den Dialog mit der Eingliederungshilfe. Es zeigt sich, dass immer wieder das Gespräch überhaupt über diese Themen, über die Ängste, über die Herausforderungen, über die Befürchtungen geführt werden muss. Das sehe ich aber auch als Riesenchance, weil ich überzeugt davon bin, dass uns das deutlich weiterbringt in unserer gesamtmenschlichen Miteinanderart zu leben. Das, was so deutlich geworden ist, dass die Beteiligung der Adressatin, das muss den roten Faden geben für die Bedarfe und daraus abgeleitet muss der Rest sich ergeben. Die große Herausforderung ist, die Vielfalt in den Einrichtungen zu gestalten, mit allem, was es heißt, für die Zusammensetzung der Fachkräfte, mit den Fragestellungen, mit der Integration von Pflege in die Unterbringung und so weiter und so weiter. Und da haben wir einen Weg zu gehen und hören hier bei der Tagung schöne Beispiele, die uns Mut machen, dass es gehen kann. Besonders gut gefällt mir, dass eben jetzt nicht nur über Probleme und Herausforderungen gesprochen wird, sondern auch tolle Modellprojekte vorgestellt werden. Viele Eindrücke, gute Impulse bei so einem wichtigen Thema, auch vor allem Zeit jetzt sich zu nehmen, mal zum Nachdenken drüber. Ich fand, das war jetzt hier eine sehr positive Stimmung, gerade in diese Richtung. Wir fangen einfach an, nicht bei Null, sowieso nicht, aber wir machen einfach Schritt für Schritt. Und da gibt es viele gute Beispiele aus der Praxis, die auch hier in den runden Arbeitsgruppen, Foren, im Plenum diskutiert wurden und vorgestellt wurden. Und von diesen Erfahrungen kann man lernen. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Schritt. Da muss man jetzt tatsächlich auch weitergehen und dranbleiben.